Ich denke, dass wir in allen drei Spielen die bessere Mannschaft waren. Aber darum können wir uns nichts kaufen. Wir haben drei Spiele verloren. Aber im Fußball ist das Schöne, du hast jedes Wochenende ein Spiel und kannst das wieder gut machen. Die Ergebnisse sind halt nicht so gut, aber wir schauen, dass wir wieder in die Spur kommen. Ja, enttäuschend. Trotzdem können wir mit vielen Teilen von den Spielen zufrieden sein. Mit der Leistung, mit dem Einsatz. Natürlich, uns fehlt die Effektivität vor dem Tor. Ja, die drei Spiele waren natürlich von der Leistung her gut, muss man sagen. Aber natürlich, wenn man aus drei Spielen 0 Punkte holt, war das eindeutig zu wenig. Ich bin immer der Meinung, dass man sich das Glück erarbeiten muss. Ich bin aber auch der Meinung, dass die Mannschaft richtig gut arbeitet im Training, aber auch in der Kabine. Wir rücken zusammen, wir sind eine Einheit. Es ist eine gute Stimmung in der Mannschaft. Ja, das Glück spielt halt nicht ganz gut mit, aber ich denke, wenn wir da weitermachen und öfters aufs Tor schießen, wird es schon wieder passen. Also die Moral stimmt und das stimmt mich positiv, dass wir das Glück jetzt gegen Wacker auch erzwingen können. Das ist oft eine schwierige Frage, es sind oft Kleinigkeiten, wie man bei uns gesehen hat. Die Leistung war gut, ich finde auch die Mentalität hat gepasst. Jetzt müssen wir dann die Kleinigkeiten arbeiten und versuchen, in die nächsten Spiele besser zu machen. Ja, mit der Konsequenz, unseren Plan weiter durchzuziehen, unsere Idee weiter durchzuziehen, das zu verbessern und ja, dann muss es gegen Wacker hoffentlich dann schon klappen. Wir werden von Anfang an alles geben und werden schauen, dass die 3 Punkte hier in Wien bleiben. Ich warte einen hochmotivierten Gegner mit viel Qualität. Wacker Innsbruck ist ein Traditionsverein, hat sicher mit dem besten Kader in der Liga. Da wird schon auf uns was zukommen. Ich würde sagen, es wird eine offenere Partie werden wahrscheinlich, wie in den letzten Partien, weil Innsbruck schon das Spiel machen wird, denke ich mal. Aber wie gesagt, wir müssen einfach eine gute Leistung bringen und natürlich vielleicht noch bessere wie in den letzten Spielen, wenn wir gegen Innsbruck was holen wollen.